unfassbar glücklich, dass wir es heute wieder vorzeitig geschafft haben, Meister zu werden. Trotz alledem ist auch irgendwie ein bisschen Wehmut mit bei, weil wir es einfach nicht mit unseren Fans zusammen feiern können. Wir wissen, dass die immer hinter uns stehen, auch jetzt zu der Zeit. Und natürlich ist das auch ein großer Titel mit deren Verdienst. Wir haben viel zusammen gearbeitet in der ganzen Saison und trotz alledem sind wir natürlich glücklich mit dem Ganzen. Ja, tatsächlich. Ich habe mich gefreut, dass ich damit sozusagen die Hand an die Meisterschale legen konnte, aber im Endeffekt war es einfach nur ein Tor von vielen, weil wir haben die ganze Saison halt schon extrem viele Tore gemacht, aber ja, habe mich natürlich gefreut, auch dass es mein erstes Bundesliga-Tor ist. Es wird mir gerade auch erst so klar, seitdem du es gesagt hast, aber ja. Pia, glaube ich, auf mich zu und meinte so, ja, Poppy, du musst Almut ersetzen. Und ich so, ja, alles klar, mache ich. Man hört es jetzt direkt schon an meiner Stimme, dass die schon ein bisschen weg ist. Ich glaube, wichtig war, dass wir diese Emotionen zeigen konnten. Es ist unheimlich schwierig. Man weiß manchmal nicht so genau, was darf und was darf man nicht mit diesem Hygienekonzept. Aber ich glaube, die Emotionen, die dann heute doch rübergekommen sind, wo wir uns gefreut haben, die müssen uns Fußballer einfach gestattet sein. Und ja, ich glaube, mit einem Titelgewinn ist das auch ganz, ganz wichtig.